So, heute haben wir mal was Neues, mal wieder eine Neuheit. Und heute heißt sie nicht Sony, heute heißt sie Panasonic 10 bis 25 mm Leica. Ein ganz neues Objektiv von Panasonic. Wenn wir jetzt mal so das Unboxing, gucken mal, was da so drin ist. Und gucken uns das Ganze einfach mal an, ja, würde ich mal sagen. Genau. So, ganz viel Lesematerial. Das ist recht groß, ha? Das ist schon massiv. Und, was wiegt so? Zur Verwunderung sehr leicht, muss man dazu sagen. Ich guck mal gerade, ich teste mal selber. Also, ich gebe dir recht. Für die Größe. Ich gebe dir recht, das ist sehr viel leichter, als ich gedacht hätte. Also, sieht riesig aus, es sieht schwer aus, es ist gar nicht so schwer. Naja, machen wir es mal auf eine Kamera drauf. Ja, man sieht aber auch schon ganz gut, dass das Objektiv ein bisschen riesig an der GR80 aussieht. Ne? Also, ich würde mal sagen, Batteriegriff wird einen schmalen Fuß machen, aber die Optik ist echt nice. Hast du die Gegenlichtblende mal noch von der? Ja. Kannst du ja mal mitmontieren dann. Ah, hier liegt sie. Guck mal, wie groß die ist. Oh, die geht noch. Die ist ja süß. Ja, gut, weitwinkel typisch, ne? Ist ja ein 10er. Sollte ja auch so sein. Ich finde die Brennweite eigentlich total interessant. Umgerechnet auf so. Kleinbild, 20 bis 50 mm. Anfang überlegt ihr, was brauche ich das, aber ja, so für den Tagesbedarf, Städtetouren und sowas. Ne? Ist auch lichtstark, über den gesamten Bereich von 1,7. Das erklärt auch die Größe. Hier ist auch wieder der Leica-typische manuelle Umschalter, wo man dann direkt auf den manuellen Fokus gehen kann. Naja, lass uns doch mal einen Bildwinkel angucken. Machen wir nachher ein paar Testaufnahmen, schneiden die eben nochmal mit rein. Ansonsten können wir im Moment nicht viel zu sagen. Machen wir ein paar Bilder, guckt ja mal einen Autofokus. Albert hat inzwischen eine Speicherkarte gefunden und auch die Kamera mal getestet. Autofokus piepst mal sehr schnell. Ja. Und wie ist der Eindruck? Sehr schön. Und die Naheinstellgrenze. Zeig mal. So. Ist ja krass. Das konntest du so nah ran. Gehen wir so nah ran, wie geht. So. Das geht. Also so, fast. Jetzt. Also extrem, das bei 10 mm. Bei 25 verändert sich die Nahenschärfe. Da musst du ein bisschen zurück. So. Ne? Das okay, muss ein bisschen zurück. 10, 15 cm. Dann machen wir nachher, würde ich sagen, mal noch ein paar Testaufnahmen. Weitwinkel unten draußen in der Passage. Mhm. Viel mehr können wir heute nicht testen. Patrick ist heute nicht am Start. Ja. Und machen ein paar Nahaufnahmebilder und schneiden die halt eben hier mit rein. Ja, dann verabschieden wir uns erstmal. Liken nicht vergessen, Glöckchen nicht vergessen fürs Abo. Und wir sehen uns dann und hören uns dann beim nächsten Preview-Video. Ist jetzt keine Birne drin? Ja.